Aber ein Teelöffel hilft nicht mal gegen Mundgeruch. Und Okay. den hast du gerade. Okay. Auch morgens, alle ein Herzchen rein. Seid ihr mal aufgestanden, wenn die schönste Frau der Welt neben euch aufsteht? Du riechst den Tod und sie sagt, komm kuscheln, komm kuscheln, komm kuscheln. Und du riechst diese Wand, du riechst das tote Meer, du riechst tote Tiere, du riechst den Markt vor 2000 Jahren, Schlachter vor 2000 Jahren, Aquarium. Du riechst ihre 80 Ex-Freunde, ja? Innerhalb von 2 Wochen. Dieser ganze Mundgeruch, den gibt sie dir auf einmal. Und nur weil sie gut aussieht, drückt sie sich an deinen Körper. Und du denkst so, uah. Und du sagst, du suchst irgendeine Ausrede. Nadja kennt das sehr gut. Bitte, Nadja, geh immer Zähne putzen, wenn du woanders bist, okay? Auch das Wochenende wirst du sehr oft woanders sein. Bitte putz die Zähne, nimm deine Zahnbürste mit, ja? Ich putze Okay? meine Zähne zweimal am Tag. Nein, 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 bitte nach dem Aufstehen, bevor du Mustafa oder Ali Ferrari wieder umarmst, okay? Bitte, ja? Na, ist doch klar, dass man sich morgens direkt die Zähne putzt, wenn man aufsteht. Nein, 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 du musst öfters, weil du öfters, du weißt schon, bitte, ja? Also, nur zweimal, ja? Du hast 3 Dates am Tag. Stoik Wächter, danke schön, dass du da bist, ja? Also, es ist schrecklich an alle attraktiven Frauen. Bitte denkt nicht, dass ihr gut aussieht, ja? Dass ihr nicht auf Mundgeruch achten müsst, ja? Ich stehe morgens auf, ich putze meine Zähne um 5 Uhr morgens, dann gehe ich wieder ins Bett und tue so, als würde ich schlafen und lasse meinen Mund offen und schnarche. Aber ich bekomme alles mit. Und ich rieche nach Wrigley Spearmint, ich rieche nach Granatapfelkaugummi. Ja, lieber verschlucke ich mich an diesem Kaugummi, als morgens aufzustehen. Es riecht nach Friedhof, offener Sarg nach 4 Jahren. Und Klaus-Dieter war da drinne. Nadja? Ja. Wann warst du das letzte Mal beim Frauenarzt? Vor 2, 3 Monaten nach dem Urlaub direkt. Oh, auch noch nach dem Türkei-Urlaub? Nein, Marokko. Ich bin halb Marokkanerin. Oh, ja, die ganzen Kobras, ja. Also, alle ein Herzchen rein, alle ein Herzchen rein, die das kennen. Sie steigt in ein Auto. Hey, na, können wir kurz zur Tanke gehen? Und sie spielt an ihren Haaren und du riechst Aquarium. Du riechst das Gewässer der 7 Meere, ja. Du riechst Zeus, du riechst, ja, Aquaman, okay? Also, ganz Marokko. Und bitte, 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 bitte geht zum Frauenarzt. Ich bitte euch. Kennt alle ein Herzchen rein, die das kennen. Sie redet mit dir aus der Jeans. Da hat der Onkel und der Vater, bevor sie zum Date geht, beide links, rechts hochgezogen. Noch weiter, Papa, noch weiter. Die Hosen sind ja drin jetzt. Ja? Und wenn das oben ist, wie bei Gülo oder wie bei Sarah STGB, dann sagt sie so, ich gehe jetzt raus. Aber das riecht. Ja, ich liebe Frauen. Ich bin für Frauenrechte. Ich möchte, dass ihr längere, dass ihr ernst genommen werdet, ja? Und dann bist du am Überlegen, alle ein Herzchen rein, ja, Nordsee, ja, mitten die Nordsee ist in deinem Auto. Du machst alles perfekt, deine Frau erwischt dich nicht beim Fremdgehen, sondern sie riecht, Schatz, warst du Fisch essen? Warst du angeln? Irgendwas stimmt doch nicht. Schatz, das riecht nach Nordsee hier, du hast doch Fisch essen. Also, bitte, 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 ja, egal wie oft du bei Ali Ferrari bist, Nadja, kurz zum Frauenarzt, ja, okay? Oder setz dich auf ein Kaugummi. Ja, und dann Unterwäsche, Hose und alles ist perfekt. Ja, einfach Ja, auf ich ein weiß auch Kaugummi. gar nicht, warum man jetzt über so eine Sache redet, obwohl ich nur nach Schwarzkümmel und Ashwagandha gefragt habe. Also, dass du jetzt so übertreiben musst, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber ist doch okay. Wann hast du das nächste Date? Ist doch egal, wenn ich mein nächstes Date habe. Boah, sie hat so eine schlimme Stimme. Toba, Toba, Toba. Ganz, ganz. Ich will nichts sagen. Ganz, ganz, ganz. Shisha-Bar, letzte Ecke vor der Toilette. Ja, mit dem Tisch bin ich zufrieden. Und dann kommt Murat. Johnem, ich muss ganz kurz telefonieren, Johnem. Und sie sagt, so, okay. Und dann ruft sie Dings ja Shabnam an. Er ist so süß. Er hat mir heute nur 2 Ohrfeigen gegeben, hat mir die Tür ins Gesicht gedrückt von seinem A7 Quattro. Oh mein Gott, ist er süß. Oh mein Gott, er ist so dominant. Er hat mir nur ein blaues Auge geschlagen. Nicht beide. Nein, nein, nein. Ich muss auflegen. Er kommt wieder. Ja, er hat einen Schlagstock. Ja, er hat einen Schlagstock. Oh, okay. Nadja? Ja, okay, ich weiß nicht, was du für eine Eine Vorstellung sehr von Frauen untreue hast, Stimme aber hast ist du. auch okay. Sehr untreue Stimme. Aber Karma bestraft dich dafür. Sehr untreue Stimme. Warum Sehr, eine sehr untreue untreu. Stimme? Allah hat jedem oder Jesus hat jedem eine individuelle Stimme, eine Frequenz gegeben, mit denen sich deinen Menschen gegenüber identifizieren. Ja? Das heißt, wenn ich mit dir telefonieren würde, ich würde niemals dir vertrauen. Wenn ich deine Stimme hören würde, ich könnte niemals mich umdrehen.
Niemals, auch wenn ich dein Mann oder Freund, egal welcher wäre. Nadja, die Jungs fragen, ob sie dich treffen können. Nein. Nur aus dem Grund, dass ja, okay, hier oben. Schade, dass Schwarzkümmelöl, du so bist. Schwarzkümmelöl. Setz dich doch auf Schwarzkümmelöl, ja? Ja, Schwarzkümmelöl. Sie will nur von Ali Ferrari jetzt Anfragen haben. Von Murat A7 Quattro, ja? Macht alle, ja, trefft euch, ja? Macht, was ihr wollt, ja? Einfach nur peinlich, Nadja. Ja, mit der Begründung Schwarzkümmelöl, ja? So, Sonderschule. Nee, weil ich hatte das nämlich öfters. Bitte? Okay, Nadja, ich nehme alles zurück, wenn du mir diese Frage beantwortest, okay? Ja. Ganz kurz nur. Pass auf. Zwei Drittel plus zwei Drittel. Warum soll ich denn jetzt Mathe machen? Ich dachte, das ist hier ein Fitness-Content. Und ganz ehrlich, diese ganzen Leute hier in den Kommentaren, ganz ehrlich, ich habe Abitur gemacht und ich bin auch momentan bei der Bundeswehr tätig. Deswegen wollte ich einfach ganz normal fragen, wegen meinem Körper. Da sind zwei Zivilisten, ziel auf sie. Zwei, warum muss ich jetzt Mathe machen? Ich knall alle ab. Bam, 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 bam. Was ist das? Okay, dann sag mir 64 plus 64. Guck mal, ganz ehrlich, Coach. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich blute gleich aus den Ohren! Ey! Was geht hier ab? Was geht hier ab? 64 plus 64? Abitur, sind, Bundeswehr? Sind hast du gewonnen? Das hat sie gewonnen! Ja, irgendwo bei Wetten, das? Junge, sag mal leise, du Schuhgröße 38. Junge, Ali Ferrari, A7 Quattro, ich steig ins Auto! Ach, nur weil deine uns, Perle an Nordsee, Ferrari ist. An der Nordseeküste. Ganz ehrlich, werd mal ein bisschen reifer, Coach. Okay, so reif wie du, ne? So. Live pausiert wegen Taschenrechner. Bundeswehr. bitte visier die zwei Ziele an. Ja, die mit den Torbahnen. Genau, die zwei Moslems. Was ist zwei? Ich sehe, weiß nicht. Alle! Brrr, das im Namen.